Hey zusammen und welcome zu dem neuen Video. Ja, ich bin heute am Beckmarks Pro Put and Take. Und ja, hier ist schon richtig gut Bewegung auf dem Wasser. Das letzte Mal habe ich ja Fische an der Oberfläche fangen können. Ich glaube nicht, dass das heute klappt, aber es ist schon richtig gut Bewegung auf dem Wasser. Deswegen werde ich sehr flach schleppen. Mal schauen, was geht und los geht's. Ja, die Sommerangelei geht wieder los. Ich habe hier schön weiße Paste drauf, das hat das letzte Mal ganz gut funktioniert. Ich werde aber mal schauen, dass ich dann auch nach und nach, wenn ich keine Bisse bekomme, ein bisschen kontrastreicher und dunkler fische. Dadurch, dass das heute so ja, hell ist vom Wetter her, also die Sonne scheint ja brutal, der Himmel ist nicht bedeckt. Und ja, dann wollen wir mal gucken, was der Tag so bringt. Ich habe hier die silberne Bombarde drauf, die läuft 0 bis 1 Meter. Und ja, ich denke mal, ich werde so 3-4 Sekunden absinken lassen, dass die Paste ein bisschen untergeht. Dann wollen wir mal schauen. Ich werde jetzt die ersten Würfe hier machen. Wie gesagt, Fische sind schon richtig gut am Rumspringen hier. Also ist auf jeden Fall gut Bewegung. Aber mal gucken, welche Köder die heute wollen. Ja, mein Cache habe ich auch vergessen. Der ist leider in Deutschland geblieben, deswegen bin ich nochmal schnell zu Harald Nyborg gefahren, habe mir einen Ersatzkescher geholt. Ja, ich hoffe, dass er heute nass wird. Ja, und auch zu heute. Also die Fische sind sehr, sehr aktiv an der Oberfläche. Ich muss echt, glaube ich, aufpassen, dass ich nicht zu tief unterwegs bin. Vielleicht kann ich auch auswerfen, direkt kurbeln. Muss ich mal schauen. Durch die Polbrille kann ich gleich so ein bisschen gucken, in welcher Tiefe der Köder unterwegs ist. Ah, das sieht gut aus. Ich bin so 5 cm unter der Oberfläche gerade gewesen. Da, ihr seht's. Da werden wir gleich mal rechts rüber werfen. Da ist ja richtig gut Bewegung. So Leute, da haben wir den ersten Biss. Krass, ich habe diesmal ein bisschen tiefer absinken lassen und zwar 7 Sekunden. Scheint so, die Fische doch vielleicht ein bisschen tiefer stehen. Ja, ist noch. Hängt. Yes. Sehr, sehr cool. Also weiße Paste, silberne Bombarde. Und 7 Sekunden absinken lassen. Und es ist gut eingestellt, das passt. Ja. Vorsichtiger Biss, einmal nur kurz so angestupst. Aufpassen, dass sie nicht so hart ins Kraut ballert hier. So, wollen wir mal gucken, dass wir die hier sicher eingenetzt bekommen. Richtiger sportlicher Akt hier. Und zack. Yes, geil, da haben wir den ersten Fisch, Leute. Richtig cool. So, da haben wir auch schon den ersten Beckmarks Pro-Fisch. Ja, vorsichtiger Biss, aber ich hoffe, dass wir die Tiefe jetzt gefunden haben und dass das jetzt genauso weitergeht.
Jo. Dann wollen wir weitermachen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das ist genau die Tiefe, in der ich eben den Fisch und den Biss bekommen habe. Mal wieder ein bisschen weiter rechts. Aber ihr hört's, ne? Also die Fische sind überall am Springen. Und da ist der nächste Biss. Also, scheint so, dass wir weiter nach rechts müssen, Leute. Und ihr seht, die nimmt richtig schön Schnur. Ich warte noch mal einen kleinen Moment. Gehe schon mal Richtung Kescher. Ja, die nimmt immer noch. Wenn die Spitze sich jetzt strammt, die Schnur, dann pflaster ich der eine. Haben wir losgelassen. Schade. Nee, doch nicht. Jawohl. Und da haben wir den nächsten. Boah, sind überall so kleine Viecher. Aber richtig cool, ey. Das zimmert ja richtig schön. Also, was ich machen werde, ist gleich die Standrute weiter links rüberholen, dass ich schön rechts ballern kann. Da hätten wir schon wieder Fisch hochgekommen. Da geradeaus rüber auch. Also wir haben sie gefunden, Leute. Und die Fische stehen richtig gut in der Route. Mega geil. Zu sehen, dass wir die jetzt hier eintüten und putz, Fisch Nummer 2. Ja, wollen wir weitermachen. Ich habe jetzt auf die Standrute oder auf der Standrute auch weiße Paste montiert. Das läuft ja echt gut. Ja, ist echt komisch, ne? Also taghell. Sonne ohne Ende, blauer Himmel und trotzdem funktioniert weiße Paste. Kann man sehen, wie unterschiedlich das an den Seen läuft. Dass nicht nur das Tageslicht eine Rolle spielt, sondern auch die Trübung vom Wasser. Ich lasse jetzt weiterhin 7 Sekunden absinken. Ja, und ich kurbel auch gar nicht so schnell, relativ langsam. Unfassbar, was hier für Bewegung ist, oder? Das war genau die Route, die wir lang schleppen. Ich bin jetzt zu weit am Ufer, aber so vom Prinzip her ist genauso die Richtung. Jetzt habe ich bei dem Teich auch noch nicht verstanden. Also der Fisch sammelt sich anscheinend hier so in der Mitte, obwohl der Wind da hinten reindrückt. Ob das eine Flachwasserzone da hinten ist oder so, keine Ahnung. Oh ja, das ist der Biss, Leute. Ja, ich lasse sie wieder ein bisschen laufen. Also die Fische haben bis jetzt alle richtig gut genommen.
Ja. Oder? Ich hoffe, dass die mir wieder entgegenschwimmt. Jo, das sieht gut aus. Der können wir einpflastern. Na komm, jetzt. Yes. Boah, das sieht nach einer schönen aus. Jawohl. Das ist so geil, das macht so Bock. So, aufpassen, dass sie nicht in die Grundroute zimmert. Na, ich würde sagen, ich hoffe, dass ich die jetzt eintüten kann. Und dann werde ich euch einmal kurz die Montage zeigen. Und das Tackle, das ich fische. Ja, und ich werde genauso weitermachen, wie ich die ganze Zeit fische. 7 Sekunden absinken lassen, weiße Paste. Das läuft hier richtig gut. Und da hinten springt schon der nächste Fisch. Ja, ich bin am überlegen, ob ich die Grundroute noch mal ein bisschen irgendwie anders positioniere oder so. Das müsste doch eigentlich auch funktionieren. So, come on. Jawohl. So Leute, es klappt. Fisch Nummer 3 ist eingetütet. Ja, ich kann mich nur wiederholen. 7 Sekunden absinken lassen, weiße Paste. Und ja, das alles mit der silbernen Bombarde. Also man merkt, silberne Bombarde, es ist wieder Sommerzeit. Ja, richtig stark. Toll. Ja, es läuft ja richtig schön gut. Und ich zeige euch nochmal kurz das Tackle und die Montage. Also ich fische hier die Excalibur Nummer 5. Hat ein Wurfgewicht von 10 bis 20 Gramm. Für mich ideal, um 15 Gramm Bombarden zu werfen. Macht richtig Spaß mit der Route. Da drauf habe ich eine Toda FX in der 4500er Größe. Und auf der Toda habe ich eine 18er Monophile. Ich persönlich finde, eine 18er ist so eine richtig schöne Allround-Größe für Deutschland und für Dänemark. Kann man immer fischen. Hier in Dänemark erwarten wir teilweise etwas größere Fische und die kriegt man damit super gehandelt. Ja, genau. Dann kommen wir einmal zur Montage. Also viele von euch kennen das ja schon, super simpel. Ich fische heute mit einer Bombarde. Die Bombarden haben die Eigenschaft, dass sie eine gewisse Lauftiefe haben. Und diese Bombarde sinkt mit, ich glaube, 7 cm pro Sekunde ab. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und wenn wir dann 7 Sekunden absinken lassen, sind wir bei ungefähr 50 cm. Und da können wir die dann schön in der Tiefe halten. Ja, damit die Bombarde nicht beim Werfen auf den Knoten knallt, habe ich hier noch einen Stopper. Wie immer ein Dreifachwirbel. Dann kann ich euch empfehlen, fischt ruhig ein längeres Vorfach. Also ich habe hier so 2,5 Meter und da dran habe ich einen Tubertini-Haken der Serie 22. Und ja, ich werde jetzt noch mal schnell einen Teigdreher fertig machen. Weiß läuft ja heute richtig gut. Und dann wollen wir mal zusehen, dass wir uns noch mal 1, 2 Fische hier organisieren. Bewegung ist ja immer noch gut da, deswegen denke ich, dass es auch klappen wird. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. So, zeige ich euch noch mal Teigdreher. Richtig schön verdichten. So, dann einmal über den Haken schieben, nur bis zum Schenkel. Bisschen zum Tropfen drehen. Einmal platt drücken und dann eine Eistüte formen. Gucken, dass das hier hinten schön mittig austritt, die Schnur. Und dann war es das auch schon. Ja, super effektiv. Wollen wir schnell weitermachen hier. Ja, was ich euch auch empfehlen kann, ist, wenn ihr mit Bombarden fischt, nehmt ruhig eine Uhr mit, dass ihr die Sekunden gar nicht zählen braucht, dann habt ihr auch immer dieselbe Zeit. Ich habe meine Uhr heute leider vergessen. Aber dadurch, dass es nur 7, also ich zähle immer schneller als 7 Sekunden. Ich denke mal, effektiv sind es 5. Aber trotzdem habe ich dann für mich immer die gleiche Tiefe. Ja, was ich heute auch gern gemacht hätte, ist, dass ich von oben gefischt hätte. Aber dadurch, dass so viel Wind auf dem Wasser ist, ja, macht es für mich einfach keinen Sinn. Und ihr wisst ja, ich lege den Fokus immer gern auf die Aktivangelei. Das ist wirklich überall Bewegung, das ist so krass. Da habt ihr es gesehen. Also hier vor mir, da drüben, weiter rechts. Ich glaube, es ist die ganze Zeit die gleiche Forelle.
Oh, da ist der Biss, Leute. Es scheint so, dass die Fische immer weiter rechts rüberziehen. Das ist immer, wenn ich aus der Kamera, aus dem Standbild rausgehe, aus dem Stativ, nach rechts werfe, kommt der Biss. Ja, die nimmt noch schön. Ich lasse sie noch mal kurz laufen. Das hat gut funktioniert die ganze Zeit. Aber die Fische fressen super. Also die haben bis jetzt immer gut geschluckt hier. Wunderbar. Da haben wir auch Fisch Nummer 4 im Drill. Ja, ich habe jetzt auch noch mal auf die Standroute, bei der Standroute auf die Maracas gewechselt. Die lasse ich so ein bisschen rumtreiben mit Paste. Irgendwie, weiß nicht, rund auftreibend hat bisher die ganze Zeit nichts gebracht. Deswegen. Da will ich irgendwie auch noch versuchen, da mit dem Fisch rauszukitzeln. Oh, die hängt ganz knapp. Die hängt ganz knapp vorne. So, wollen wir ein bisschen weiter hier in die Richtung gehen. Einmal straight rüberballern. Ja, und das zeigt heute nochmal wieder, wie wichtig wirklich das Zählen ist. Also die Fische stehen die ganze Zeit in der Tiefe. Ich zähle immer nur bis 7. Und das ist so die Wasserschicht, wo die stehen. Und da ist der Biss. Jo, nimmt noch richtig schön, ihr könnt es sehen. Jo, das sieht gut aus. Jawohl. Ja, ich wollte eigentlich auch noch ein bisschen mit Pose schleppen heute, aber dadurch, dass das so windig ist, habe ich mich für die Bombarde entschieden. Ich habe nämlich gedacht, dass die Fische vielleicht ein bisschen zickig sein könnten, ein bisschen vorsichtig, aber die fressen richtig, richtig gut. Oh, die gehen noch mal ein bisschen. Und ich werde gleich, bevor ich wieder mit der hier angel, wieder die Standroute ein bisschen weiter nach rechts rüber ballern. Also es ist echt so, dass der Fisch jetzt rechts steht. So. Dann wollen wir mal auf der Seite noch mal ein paar Würfe machen. Ja, 2 Stunden sind jetzt rum. 4-Stunden-Timer habe ich heute genommen. Das heißt, 2 Stunden haben wir noch. Vielleicht werde ich auch mal da hinten in die Ecke gehen. Da ist nämlich auch ganz schön gut Bewegung. Ja, was auch mega cool ist, ich bin heute komplett allein am Teich. Also eben als ich hergekommen bin, war einer da. Der hat auch Fisch gefangen. Ist dann aber gefahren und ja, ich kann mich jetzt hier richtig schön austoben. So Leute, kleiner Strategiewechsel. Hier vorne habe ich ein paar Fische gesehen. Und ich will mal gucken, ob ich hier einen jetzt auf Sicht mit Gummi rauszuppeln kann. Da vorne sind schon welche. Ne? Das wäre natürlich nochmal richtig stark hier. Hier vorne ist auch eine. Ich laufe mal nicht so dicht am Ufer. Da ist auch noch eine.
Das könnte klappen. So, hier stehen ein paar Fische. Mal gucken, ob die Bock haben. Jo, die erste ist raufgehauen. Nein. Vergurkt. Schnell wieder rein. Das funktioniert. Oh, da war ich zu fickrig. Ah, die erste ist noch wieder eine hinterhergekommen. Ich glaube, das klappt, Leute. Hier, da ist sie. Da ist noch eine. Boah, da habe ich jetzt ja richtig Bock drauf. Schön auf Sicht. Ja, die hat genommen, oder? Ja, wo? Nein, das gibt's doch nicht. Die hat mir... Ach, doch nicht. Hochgezogen nur. Ich dachte, die hätte mir den Schwanz abgebissen. So, das sieht, glaube ich, gut aus, Leute. Können wir richtig schön mit dir mitziehen. Ja, die kommt. Ah, die hat nur geguckt wieder. Alter, Schwarmalarm in Beckmarks Pro wieder. So, komm mal. Ja, komm, 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 komm. Nein, die hat auch nur einmal raufgebissen. Das gibt's doch nicht. So, wir werden jetzt noch ein bisschen schockiger angeln. So, gucken, ob die Jungs darauf Bock haben. Ja, die dreht sich um. Oh, sie guckt auch nur. Ja, komm. Jawohl, jetzt haben wir sie. Sehr, sehr cool. Boah. Schnell weg hier, dass wir die anderen nicht spooken. Ah, die hat richtig schön vor den Füßen genommen gerade. Das ist richtig cool. Nein. Ah, da habe ich ein bisschen zu hart gegengehalten, Leute. So ein Shit. Ich wollte die zu schnell rausballern, damit die hier nicht ins Schwarm rein, also die anderen Fische spookt. Hätte ich mal lieber noch ein bisschen warten sollen. Aber die Farbe scheint zu funktionieren. Erster Wurf direkt Biss. Jetzt haben wir sie aber. Jawohl. Wieder ausgestiegen, das gibt's doch nicht. So Leute, zwei Aussteiger. Ich wollte jetzt noch einen kleineren Tungsten, kleineren Tungsten nehmen. Habe ich leider nicht dabei. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass der Hakenschrott ist. So, next try. Ich hoffe, dass die jetzt diesmal sicher hängen bleibt. Ich werde die Bremse noch mal einen kleinen Tick locker machen. Und ja, ich habe diesmal jetzt auf einen kleineren gewechselt, auf einen kleineren FTM Hero. In rosa. Ja, man merkt, Gummiangelei ist, glaube ich, nicht so meine Spezialität. Aber wir tasten uns langsam ran. Ja, nun komm, Junge. Jawohl, da haben wir ihn. Oh, endlich haben wir Fisch auf Gummi. So Leute, jetzt hat es auch endlich mit Gummi geklappt. Ein richtig schöner Fisch ist eingestiegen. Boah, zwei Aussteiger, richtig viele Attacken, meine Fresse. Ja, aber jetzt hat es geklappt. So Leute, das ist der Köder, der mir gerade Erfolg gebracht hat. Ups. Und ich habe gesehen, ich habe noch einen Schebu. Deswegen habe ich jetzt einfach mal den Kopf gewechselt. Ah, da kommt ein schöner. Den werfen wir mal direkt an. Gucken, ob der Bock hat. Jo. Voll genommen. Geil. Nächsten Fisch, volles Bild auf Sicht.
mache die Bremse ein bisschen locker, dass der ein bisschen nehmen kann, dass der mir nicht aussteigt. Ja, genau, jetzt marschiert der richtig schön. Ja, krass. Kleinerer Köder, FDM Hero. Und bam, hängen die Fische sofort. Ja, die Köder waren einfach zu groß und die haben nicht richtig genommen. So, Kette muss auspassen. Aufpassen, der ist defekt. Alter Schwede. Drückt mir den Daumen, dass wir den rauskriegen, Leute. Sehr cool. Kann sein, dass ihr nicht alles seht, weil ich mich da ein bisschen aufs Keschern konzentrieren muss. Jawohl. Müssen wir noch mal zu Harald Nyborg fahren, noch einen neuen Kescher holen heute. So Leute, da haben wir den nächsten richtig schönen Fisch auf Gummi. Also, jetzt läuft Gummi. Jeder Wurf ist mit diesem Ding gerade ein Treffer. Richtig cool. Mal gucken, ob es so weitergeht. Jawohl. Alter Schwede. Die ganze Zeit hat sie geguckt. Ich dachte, ja, nimmt sie jetzt oder nicht? Ich glaube, jetzt habe ich einen Trautjara dran. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe früher einfach mal so ein paar nach Farben gekauft. Ich kenne mich mit den Marken irgendwie da nicht so krass aus. Aber ist egal, hat geklappt. Gelb, grün. Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt eine Pose und Paste schleppe. Aber ich denke mal, ich werde jetzt, eine Dreiviertelstunde habe ich noch. Ich werde noch auf jeden Fall mit Gummi weiter angeln. Das fetzt einfach richtig gerade. Allgemein ist es ja eh so, Fische auf sich zu fangen, das macht aber am meisten Spaß, ne? So, ich werde jetzt schön ausdrehen. So, und da haben wir den Fisch. Das gibt's nicht. Ich glaube, ihr konntet das sehen. Ja, 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 komm. Komm, 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 komm. Alter, das gibt's doch nicht. Haut die vorbei, komm. Das ist so selten dämlich, oder Leute? Das war echt, also krass, oder? Weiß nicht. Aber die hat auch nicht so richtig durchgeladen, ne? Die ganze Zeit mit dem Gummi gespielt. Ah, da sind wieder welche. Jawohl, Leute. Richtig schön auf Sicht wieder. Oh, herrlich. Die hat auch richtig gut genommen. So, wollen wir nochmal experimentieren hier? So, dann zeige ich euch noch mal kurz den Erfolgsköder. Der hier ist das. Da ist ein bisschen verrutscht. Wenn man den nämlich richtig schön mittig aufzieht, zeige ich euch noch mal kurz. So. Dass die dicke Seite nach unten ist. Und so eine kleine L-Form hat. Das war nicht ganz so gut. Gucken wir noch mal so. Der ist nämlich ein bisschen gestaucht gewesen. So. Dann rotiert er nämlich wunderbar. Also achtet wirklich immer darauf, dass ihr die Gummiköder richtig schön gerade aufzieht. Vielleicht sieht man das auch noch mal ein bisschen hier, wenn ich jetzt so beschleunige und den so twitche. Das macht so einen richtig coolen Move. Ja, und das hat jetzt schon ein paar Mal das Interesse von den Forellen geweckt. Ja, und die eine hat gerade zum Glück noch mal zugeschlagen. Ja, die letzten Minuten brechen jetzt an. Eigentlich wollte ich noch mal kurz mit Paste durchprobieren, aber Gummi hat echt richtig gut geklappt hier am Ende noch mal. Hat richtig Bock gemacht. Ja.
Jawohl, Leute. Und das ist der Einpackfisch. Jetzt auf den letzten Würfen. Richtig cool, ey, wie die das nochmal weggezimmert hat. Mega geil. So, jetzt nochmal mit dem Kescher hier. Letzte Mal für heute. Ich glaube auch, dass das jetzt mein 10. Fisch ist. Also richtig perfekte Punktlandung hier. Ach, ich bin auch froh, dass ich meine UL-Route nochmal eingepackt habe. Eigentlich wollte ich nur Pastenrouten mitnehmen. Aber ja, UL hat nochmal richtig Bock gemacht. Ja, Zeit ist um. Ja, Leute. Ich dachte, das wäre jetzt nochmal der Einpackfisch. Leider ist er ausgestiegen, aber gar nicht so schlimm. Hat richtig Bock gemacht. Ich glaube, 9 Fische habe ich jetzt. Der 10. ist ja gerade ausgestiegen. Und ja, ich fahre richtig glücklich nach Hause. Ich bin auch richtig froh, dass ich die UL-Route nochmal eingepackt habe. Ich wollte eigentlich nur Pastenrouten mitnehmen, aber für heute hat es sich also auf jeden Fall richtig gelohnt. Ja, Bergmarks Pro, Topsee, kommt da unbedingt vorbei. Macht richtig Bock. Und ja, wie immer an dieser Stelle, wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich gerne ein kostenloses Abo da. Unterstützt mich, das würde mich mega freuen. Natürlich auch gerne einen Daumen nach oben oder einen Kommentar. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Ciao.